Grüßt euch und Servus. Heute sprechen wir über die Beichte, das Sakrament der Beichte. Ein Sakrament, das ich sehr liebe. Warum? Weil es so schlechtes Image hat und trotzdem so gut ist, weil es wirklich wirkt. Wie beginnen wir? Wir schauen, was sagt die Bibel über den Menschen. Im allerersten Kapitel, das allererste, was die Bibel sagt, ist, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, er schuf ihn gut, er schuf ihn als Mann und Frau und sagte, du hast Verantwortung über die Erde, über alles, was ich geschaffen habe. Und dann heißt es, es war Abend, es war Morgen, es war alles sehr gut. Der Mensch ist gut geschaffen und in jedem von uns steckt etwas drin und das in Verantwortung zur Erde zu bringen. Also das ist der Auftrag, den jeder von uns hat, durch meine Fähigkeiten einsetzen für die Gesellschaft, für die Pflege der ganzen Welt, für meine Arbeitsstätte und so weiter und so fort. In der Früh, wenn ich in den Spiegel schaue, was steckt in mir drinnen? Am Abend, wenn ich wieder reinschaue, habe ich das alles umgesetzt. Das ist der erste Schritt der Beichte, diese Selbsterkenntnis, der Blick auf das Gute in einem selber drinnen. Erst wenn ich das Gute erkenne, dann kann ich weitergehen und sagen so, was ist nicht gelungen, was habe ich lieblos gemacht, wo verstecken sich meine Sünden? Und die Beichte ist das Gespräch mit einem Priester. Der Priester spricht nie in eigenem Namen, sondern er spricht immer im Namen Jesu Christi selber. Er kann nur verkünden, was in der Bibel steht. Er ist ein Werkzeug und wenn die Beichte vorbei ist, dann gehe ich als Priester raus und es ist vergessen. Ich bin wirklich nur ein Werkzeug. Es gibt auch bei Sakrament der Beichte kein Ding wie ein Öl oder ein Wasser, ein Ding, das man mit Leben füllt, sondern es gibt nur das gesprochene Wort, das ich sage und das ich empfange. Wir sind hier in einer Kapelle, die Beichte kann überall stattfinden, es ist das Gespräch mit einem Priester. Es beginnt mit ganz normal mit dem Kreuzzeichen, mit dem kurzen Nachdenken und dann über dem Nachdenken, du sagst, was hast du, was ist dir gelungen, was spürst du, was in dir ist und hast du das, was in dir ist, wirklich umgesetzt in der Verantwortung für die Gesellschaft, für die Menschheit. Und dann der nächste Schritt, was ist nicht gelungen? Die 10 Gebote sind an sich ein guter Gewissensspiegel. Wir werden sie einmal gesondert durchgehen, Gott zu achten, den Namen Gottes zu ehren, den Sonntag zu heiligen, die Eltern zu ehren und so weiter und so fort. Ein Gewissensspiegel hilft, damit ich auch wirklich alle Aspekte meines Alltages durchgehe und sage, aha, habe ich da etwas getan, was Schaden gebracht hat, einen anderen Menschen, mir selbst. Wie hätte Jesus reagiert auf diese oder jene Situation? Das Kriterium ist immer, wie Jesus reagiert. Wie her? Von der Bibel her. Denn oft sagen wir Menschen, ja, das ist doch nicht schlimm. Wie hätte Jesus darauf reagiert? Und am Ende darf der Priester dann mit dir überlegen, wenn er spürt, es ist eine Reue da, ist er der Wille zur Wiedergutmachung da, der Wille zur Besserung da, dir eine Buße aufgeben, denn nicht alles, was du schlecht gemacht hast, kannst du wieder gut machen, sondern es bleibt stehen. Deshalb ein Gebet oder eine gute Tat zu setzen, hilft dir, um dich weiterzuentwickeln. Am Ende kommt also das Gebet der Lossprechung. Das geht folgendermaßen. Gott, der allmächtige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und uns den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke Gott dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott hat dir deine Sünden verziehen. Er ist barmherzig. Geh in Frieden und sündige von nun an nicht mehr. Dräng dich an, probier es zumindest. Das ist das Sakrament der Beichte. Nächstes Mal ein anderes Sakrament. Pfiat und Servus.